Am Samstag, den 31. Mai 2014, war es wieder soweit. Die Porsche-Stadt Stuttgart-Zuffenhausen lud zu ihrem 40. Zuffenhäuser-Fleckenfest ein. Neben der Politikprominenz waren wieder zahlreiche Gäste aus nah und fern gekommen und im alten Flecken von Zuffenhausen erklärte der Bezirksvorsteher. Liebe Gäste, herzlich willkommen zum Zuffenhäuser-Fleckenfest. Das ist die traditionelle Begrüßung und so möchte ich Sie auch zum 40. Fleckenfest willkommen heißen. Sowohl als Bezirksvorsteher als auch als Heimatvereinsvorsitzender. Herzlich willkommen alle. Ja, meine Damen und Herren, das Wetter macht mit. Die Vorbereitungen sind getroffen und so können wir nur noch auf einen guten Verlauf hoffen. Die vielen Zuffenhäuser mit Gästen aus nah und fern können heute wieder feiern, trinken und schmausen im alten Flecken von Zuffenhausen. Vor 39 Jahren, liebe Gäste, am 14. Juni 1975 begann das erste Fleckenfest. Deshalb begehen wir dieses Jahr, 39 Jahre später, das 40. Fleckenfest. Aus diesem Grund, liebe Gäste, erhält jede Person, die damals am 14. Juni 1975 geboren worden ist, bei unserer Fleckenfestkoordinatorin Waltraud Sterr einen Verzehrgutschein im Wert von 40 Euro, sofern die Person einen Nachweis dabei hat und es auch nachweisen kann. Die Tradition, das Fest mit gereimten Sprüchen zu eröffnen, beherrschte der Oberbürgermeister Fritz Kuhn mit Bravour. Wie's Wetter wird am Fleckenfest, das ist ein Oberbürgermeister-Test. Nun scheint die Sonne über dem Flecken, die rote Wurst, die liegt im Wecken. Macht alle eine gute Zeche und wenn ich jetzt gleich das Fass ansteche. Die zahlreichen Gäste genossen dieses Fest und freuen sich schon heute auf das nächste Fleckenfest im Jahre 2015. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.